Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Horrorzeit. Wie ihr sehen könnt, machen wir heute ein Found-Footage-Tierlist-Ranking. Und bevor ich loslege, lasst uns noch ganz kurz über die Anfänge von Found-Footage sprechen. In der Filmtheorie bedeutet Found-Footage nämlich ursprünglich ein bisschen was anderes. Als Found-Footage wurde bezeichnet, wenn zum Beispiel in einem Dokumentarfilm oder in einem normalen Film ein gefundenes Material verwendet wurde. Zum Beispiel, man macht eine Dokumentation über eine Sportart und nimmt auch dann aus dem Archiv irgendein Videomaterial, wo Leute diese Sportart vor vielen, vielen Jahren gespielt haben. Oder man nimmt eine Tänzerin, die irgendwann in den 50ern mal getanzt hat und nimmt eben diesen Clip und fügt ihn in den neuen Film ein. Und dann, das ist dann das gefundene Material. Heute denken wir bei Found Footage aber vor allem an wackelige Handkameras, Überwachungskameras, vielleicht eine nicht so gute Bildqualität, um es authentischer wirken zu lassen. Oft wird auch ein dokumentarischer Stil gelegt, der mit Nachrichten und O-Tönen von Betroffenen unterlegt wird, auch damit es wieder echter wird. Und ganz oft stellt sich heraus, dass die Leute, die man im Video sieht, am Ende gar nicht überlebt haben. Als erster Found-Footage-Film wird ganz oft der berüchtigte Film von 1980 genannt, wo eine Gruppe von jungen Leuten sich in den Amazonas aufmacht, um dort eine Dokumentation über einen eingeborenen Stamm zu machen. Dieses Material von dieser Gruppe wird eben von jemandem gefunden und nach sieht man, was da alles für schlimme Dinge passiert sind und dass die Leute eben alle tatsächlich gestorben sind. Den großen kommerziellen Erfolg bei einem breiten Publikum, ihr wartet wahrscheinlich schon drauf, erzielte natürlich 1999 Blair Witch Project. Da machen sich drei Filmstudenten auf den Weg in einen Wald, um dort die Blair-Hexe zu suchen. Und natürlich passieren, wie so oft im Wald, nachts sehr viele gruselige Dinge und das Ganze endet nicht besonders gut für die Gruppe. Soll ich vielleicht mal ein Recap von Blair Witch Project machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da das Found-Footage-Genre damals noch relativ jung war, gab es gerade bei diesen beiden Filmen wirklich viele, die dachten, ob den Leuten da nicht vielleicht wirklich was zugestoßen ist und ein Filmemacher musste sogar vor Gericht beweisen, dass das nicht passiert ist. Ist natürlich auch nicht passiert. I'm sorry to everyone. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir 5 Kategorien überlegt. Highlights, gruselig, kann man machen, lahm, Finger weg. Und wir starten direkt mit Grave Encounters. Ich schwanke etwas zwischen kann man machen und lahm. Ich weiß, ich werde jetzt einigen das Herz brechen, aber ich sag mal, kann man machen. Das Ganze ist eine Parodie auf, ich glaube, Ghost Hunters heißt die Show, wo eine Gruppe von Leuten eben in irgendwelche alten Gebäude gehen und so tun, als wären da Geisteraktivitäten und eben versuchen, diese ausfindig zu machen. Auch in Grave Encounters machen die Leute das genauso, versuchen natürlich die Leute ein bisschen zu verarschen und ihr könnt es euch denken, am Ende gibt es wirklich ominöse Sachen. Das ist ehrlich gesagt ganz witzig zu beobachten. Es ist ein absolutes Jumpscare-Fest. Diese grünliche Farbe ist ganz cool. Deswegen, um es einmal zu sehen, auf jeden Fall ganz nett. Aber es ist einfach nicht viel dran. Also da ist jetzt nicht viel Substanz. Das kann man sich mal geben, ist ganz lustig. Aber einfach jetzt kein besonders guter Film. Als nächstes kommt aber ein guter Film. Und zwar As Above, So Below. Ich glaube, er heißt auch Katakomben. Und da muss ich sagen, da hat mir vor allem die Protagonistin gefallen. Die wäre meiner Meinung nach eine perfekte Lara Croft bzw. Tomb Raider Darstellerin geworden. Denn genau das ist sie auch. Sie ist eine Forscherin, die unten in den Katakomben von Paris den Stein der Weisen finden möchte. Und dieses ganze Setup fand ich schon sehr, sehr clever. Und wirklich ab dem Moment, wo sie auch runtergehen mit der Gruppe und wo dann auch so Found-Footage-mäßig gefilmt wird, wird es auch gruselig, wird es auch spannend. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Ich fand den Film aber sehr, sehr unterhaltsam, fand die Stimmung sehr dicht und fand eben diese Story, in die das eingebettet ist, sehr charmant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir kommen aber auch jetzt schon wieder direkt zu einem absoluten Highlight. Da muss ich gar nicht überlegen. Ich habe ja auch sogar ein Video dafür auf meinem Kanal gemacht. Schaut euch das gerne an. Gonjiam Haunted Asylum, ein großartiger koreanischer Found-Footage-Horrorfilm, wo eine Gruppe von YouTubern sich eben nach Gonjiam aufmachen, einer psychiatrischen Anstalt, wo es natürlich auch viele Gerüchte gibt, dass es da Geisteraktivitäten gibt und so weiter. Und das ist wirklich so gruselig
umgesetzt. Ich hatte danach wirklich Angst, zu Hause zu sein, vor allem bei gewissen Szenen, die wirklich sehr krass sind. Ein schöner Aufbau, wo die dann nach und nach erstmal da reingehen. Und natürlich gibt es immer diejenigen in der Gruppe, die keine Angst haben und erstmal so, hä, was soll das? Und am Ende haben halt alle Angst und es wird total krass. Und wenn man solche Filme mag, eine Gruppe geht in ein Haus und es passieren gruselige Dinge, dann ist das meiner Meinung nach einer der beste in diesem Genre. Mit einem VPN könnt ihr den zum Beispiel auf dem koreanischen Netflix gucken mit englischen Untertiteln oder ihr bestellt euch natürlich einfach die DVD. Trollhunter. Auch eine schöne Empfehlung, die nicht so viele kennen. Ich bin gerade überlegen, ja, der war, glaube ich, dann doch so gut, dass der für mich auf gruselig kommt. Da ist es ganz schön, weil eine Gruppe von Leuten will eigentlich eine Dokumentation über einen Bärenwilderer filmen. Und wie ihr euch bei dem Titel schon denken könnt, treffen sie auf andere Geschöpfe. Und diese Idee für einen Found-Footage-Film fand ich einfach so kreativ, dass es wirklich Spaß gemacht hat, den Film zu gucken. Die Landschaft ist natürlich auch sehr spannend. Wirklich mal was komplett anderes. Wenn ihr jetzt eher so diesen dunklen, Gonjiam-Rack-mäßigen Found-Footage-Horror gewohnt seid, schaut euch auf jeden Fall auch mal Trollhunter an. Und es ist aber auch auf jeden Fall ein Horrorfilm. Da braucht ihr euch also keine Gedanken machen. Jetzt kommen wir wieder zu einem Film, den ich eher enttäuschend fand. Und zwar Hell House LLC. Ich schwanke gerade zwischen lahm und Finger weg. Ich packe ihn mal auf lahm, weil das Setting zumindest ganz interessant ist. Ihr merkt schon, wenn man Horrorvideos aufnimmt und man hört andauernd irgendwelche Geräusche, ist es übel. Hä? Ihr merkt schon, mir sind vor allem die Umgebung immer wichtig. Das macht für mich halt so das Besondere an Found Footage, gerade natürlich im Jahr 2022. Man hat schon so viel gesehen, da muss natürlich irgendwie ein bisschen mehr kommen, damit es noch spannend bleibt. Und da sind wir in so einem Geisterhaus, in so einer Haunted House Attraktion. Gerade in Amerika ist es ja zum Beispiel zu Halloween sehr beliebt, dass die Häuser umdekoriert werden und dass man dann zu Hause quasi so eine Geisterbar macht, wo man dann durchspazieren kann und dann springen einen so verkleidete Leute an und so weiter. Und hier macht das genau eine Gruppe von jungen Menschen, möchte halt so eine Haunted House Attraktion Hell House machen und das läuft aber gehörig schief. Klang erstmal sehr, sehr cool, ist auch ein Film, der von vielen empfohlen wird. Ich muss aber sagen, die große Überraschung, die da rausgekommen ist am Ende, was dann da passiert, fand ich super lame, hat mir überhaupt nicht gefallen, war auch nicht sonderlich gruselig, sondern eher albern, dann stehen auf einmal so Clownfiguren woanders, wo sie nicht vorher waren. Also irgendwie hat er bei mir überhaupt keine Wirkung entfalten können und deswegen landet der eher bei lahm. The Blair Witch Project. Muss ich da eigentlich noch irgendwas sagen? Der gehört natürlich zu den absoluten Highlights. Ich habe ihn damals leider nicht live gesehen, als er rauskam. Da war ich noch ein bisschen zu jung und ich denke, gerade in der Zeit, wo die diese riesengroße Marketingkampagne ja auch hatten, so, ist es wahr, ist es nicht wahr, das war bestimmt eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn man das damals live miterlebt hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es live miterlebt habt, da gibt es bestimmt einige. Und da hat er bestimmt noch mehr gewirkt. Aber auch im Nachhinein muss ich sagen, ein sehr schöner, stimmiger Film. Ich liebe sowieso Filme, die im Wald spielen, ich liebe Filme mit Hexen. Und für mich ist The Blair Witch Project auch wirklich so der Found-Footage-OG, weil man richtig sieht, die Schauspieler haben wirklich Angst. Es ist authentisch gefilmt, es wirkt wirklich so wie eine Gruppe, die geht in den Wald und filmt sich selber und es passieren gruselige Dinge. Deswegen alles richtig gemacht, auch heute noch ein super Film. Was einige jetzt vielleicht überraschen wird, wenn wir jetzt über das Remake sprechen, ich fand es auch ziemlich gelungen. Gerade visuell haben sie einen guten Ton getroffen, man fragt sich natürlich, nun braucht es wirklich ein Remake davon, aber gut, das ist halt, das zieht sich ja durch die ganzen Jahre, wir kriegen andauernd irgendwelche Remakes, aber ich finde, das war unterhaltsam, ist natürlich nicht an das Original rangekommen, wird es auch niemals, aber ich fand es einen guten, soliden Film, der auch gruselige Momente hatte und ich würde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen, deswegen ist die Platzierung, glaube ich, ganz gut. The Visit. Ein Film, der mir gar nicht gefallen hat, aber er hat natürlich doch eine gewisse Produktionsqualität, gute Schauspieler, gute Umgebung, guter Ton und so weiter. Alles ganz toppi, aber langweiliger Film. Ich fand ihn überhaupt nicht gruselig, ist ja als Horrorfilm angelehnt. Sehr viele Cringe-Momente, wenn der Sohn rappt und lustig sein will, also so, dass es dann schon fast eher eine Comedy war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige das auch eher als Horror-Comedy geguckt haben, ehrlich gesagt.
Aber eigentlich mag ich so Filme mit so Twists, wo man am Anfang nicht weiß, die Leute sind irgendwie komisch, was ist mit denen? Und am Ende erfährt man, was mit denen ist. Aber der Film war meiner Meinung nach einfach langweilig und deswegen passt er bei Lahm ganz gut. Creep. Das ist ein Film, den ich schon von so vielen Leuten empfohlen bekommen habe. Man kann ihn auf Netflix sehen, es gibt auch einen zweiten Teil. Und so viele Leute sagen einem immer, oh, den musst du unbedingt gucken, voll der Geheimtipp. Und ich habe den halt schon vor Jahren geguckt und jetzt vielleicht sogar nochmal geguckt für dieses Video. Und dem Motto, ach, vielleicht hast du dich ja getäuscht. Nein, der ist einfach langweilig. Um was Positives zu dem Film zu sagen, der Schauspieler, der den Creep spielt, macht das wirklich hervorragend. Die Geschichte ist ja so, irgendein Mann, ein Kameramann, ein Filmer wird engagiert von diesem Creep, um etwas für ihn zu drehen. Und er weiß nicht was, geht dann zu ihm in dieser Cabin in the Woods und man merkt sehr schnell, okay, der Typ ist echt weird, der Auftraggeber, und es wird halt immer schlimmer und immer krasser und der Schauspieler ist wirklich richtig gut darin, so total creepy, also in die Kamera zu starren und wirklich komische Sachen von ihm zu verlangen, wirklich komische Sachen zu sagen. Aber der Film an sich hat trotzdem eine total langweilige Geschichte. Da hätten die so viel mehr raus machen können und der Inhalt ist einfach so dünn, dass ich einfach sagen muss, der Film ist lahm und ich fand ihn langweilig und ich fand ihn nicht unterhaltsam und auch nicht gruselig, sondern unangenehm. Unangenehm trifft's ganz gut. Das wird jetzt einigen Leuten das Herz brechen, aber Lake Mango, muss ich wirklich sagen, Finger weg. Ich habe lange nicht mehr einen so unfassbar langweiligen Film gesehen, auch die vermeintlich gruselige Szene. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Film, der wird von vielen wirklich als absoluter Geheimtipp, 5 Sterne auf Letterboxd, bester Film, den sie jemals gesehen haben. Ich habe ihn extra 2-mal geguckt, weil ich wirklich verstehen wollte, was die Faszination ausmacht. Aber ich fand es einfach nur grauenhaft. Und ich weiß, das Ganze soll eine Metapher sein auf Trauerbewältigung. Diese Geister, die uns, wenn jemand gestorben ist, noch haunten, ne? noch so in unserem Bewusstsein schweben. Und das soll alles so ein trauriger Film sein, so nein, tut mir leid, für mich, ich fand ihn einfach nur langweilig, nichts davon war interessant. Es ist relativ beeindruckend, das sind halt ganz normale Leute, soweit ich weiß, oder Schauspieler, die noch nicht viel Erfahrung haben und dadurch wirkt dieser dokumentarische Stil natürlich sehr authentisch, aber es ist ein Film, den ich wirklich niemandem empfehlen kann. Und das passt auch sehr gut zum Inselfilm von 1980. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welchen Film ich damit meine. Ich habe ihn einmal geguckt, um ihn geguckt zu haben. Pflaster abgerissen. Es gibt nichts in diesem Film, was man sehen muss. Die ganze vermeintlich politische Message, wer sind jetzt hier die wahren Monster, geht gar nicht. Es ist einfach nur eklig. Ich möchte nichts mehr zu diesem Film sagen. Finger weg. Paranormal Activity 1 ist natürlich auch wirklich mittlerweile so ein Klassiker der Filmgeschichte. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich immer nur den ersten Teil nehme, es gibt einfach zu viele Teile von zum Beispiel Paranormal Activity oder auch von REC oder VHS, gibt so viele Teile, dass ich mir immer nur einen Teil ausgesucht habe, quasi exemplarisch für die Reihe. Reicht ja auch, weil die sind ja dann doch alle relativ ähnlich. Manche sind besser, manche sind schlechter, aber um die Art des Found-Footage sozusagen zu symbolisieren, habe ich mir immer eins gegriffen. Ich sag mal, kann man machen. Ich muss zugeben, ich fand Paranormal Activity 1 ziemlich langweilig und auch nicht sonderlich gruselig. Auch da glaube ich, man muss ihn, glaube ich, damals zu Release gesehen haben, bevor man noch nichts über den Film wusste. Mittlerweile wusste ich ja auch einfach, beziehungsweise als ich ihn dann damals geguckt habe, etwas später, wusste ich ja dann einfach schon sehr viel über den Film und deswegen hat er nicht so die Wirkung entfacht. Ich finde trotzdem, das ist eine interessante Legacy, die da geschaffen wurde. Ich habe ja kürzlich erst alle Paranormal Activity für euch in der richtigen Reihenfolge zusammengefasst. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv damit befasst und finde es einfach krass, wie viele Filme sie da wirklich rausgehauen haben, was für eine Story sie sich auch überlegt haben, dass das alles auch dann so zusammengeht. Schöne Sache ist einfach auch ein Klassiker meiner Meinung nach mit dieser Überwachungskamera-Komponente und die Kameras, die sie dann selber aufstellen. Alles ganz interessant und am Anfang fragt man sich auch so, ja, was ist denn hier los? Aber alles in allem hat der Film mir nicht viel gegeben und ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich ihn langweilig finde. Hier kommen wir zu einer unpopular opinion. Unfriended ist ein Film, wo ich weiß, dass den sehr viele Leute nicht so toll finden. Ich finde ihn aber super cool.
Ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von sogenannten Desktop-Movies. Also Filme, die so gedreht wurden, dass es so aussieht, als würde man wirklich das bei Skype erleben. Als würde man irgendwas auf dem PC der Person sehen und so weiter. Da gibt es ganz viele interessante Filme. Ich habe zum Beispiel auch bei Letterboxd, habe ich auch eine Liste mit den besten Desktop-Horror-Movies erstellt. Und deswegen finde ich, dass der Film das einfach sehr authentisch rübergebracht hat, wie diese Freundesgruppe da zusammen im Skype hängt, einen Call macht und auf einmal ist da irgendeine Person, die keiner kennt. Und nach finden wir halt heraus, was wirklich passiert ist, warum diese Person in diesen Videocall eingedrungen ist. Und ja, viele mögen den Film nicht so gerne, finden den ein bisschen klischeehaft, peinlich, aber ich mag den irgendwie sehr gerne. Und ja, das ist einfach, weil ich wahrscheinlich diese Machart sehr gerne mag von Filmen. Kommen wir zu Wreck. Auch, würde ich sagen, mittlerweile ein Found-Footage-Klassiker. Deswegen kommt er bei mir ganz klar zu den Highlights. Ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder von euch Wreck gesehen hat. Vor allem das spanische Original hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mal beide Versionen geguckt. Ich habe ihn mal auf Deutsch geguckt und im spanischen Original. Und ich muss sagen, wirklich mit diesen Originalstimmen, ich sage es ja immer wieder, funktioniert das wirklich sehr gut, kommt wirklich sehr gruselig und intensiv rüber, hat ein paar schöne Momente. Auch bei Wreck glaube ich zwar, dass er damals zu Release noch besser funktioniert hat. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr so etwas Besonderes, dass irgendwelche Menschen in Zombies verwandelt werden und dann da auf einmal rumrennen. Aber dennoch finde ich, dass Wreck das vor allem kameratechnisch so unfassbar gut eingefangen hat. Es war eben nicht nur diese billige Shaky Cam, die man so hält, sondern es war wirklich sehr, sehr gekonnt eingefangen. Viele verschiedene interessante Einstellungen und Stilmittel. Also Wreck sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Als nächstes SVHS und den setze ich auf gruselig. Ich glaube, von der VHS-Reihe gibt es mittlerweile 4 Filme. Ich habe sie auch alle gesehen und habe deswegen anfangs ein bisschen hin und her überlegt, welchen ich jetzt nehme. Ich habe mich für den 2. Teil entschieden, SVHS. Man hat immer im Einstieg ein paar Leute, die so Videoaufnahmen eben finden und da verbergen sich dann immer so kleine Minifilme hinter. Und bei SVHS fand ich vor allem das Tape mit dem Kult unfassbar gut gemacht. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und das Ganze, wo der eine Typ mit der GoPro ausgestattet im Park unterwegs ist. Und auch da, wie das mit der GoPro gefilmt ist, wie authentisch alles wirkt, was ihm da passiert. Wirklich sehr, sehr cool. Und auch da, wenn ihr mal wollt, dass ich mal alle VHS-Minifilme für euch zusammenfasse, kann ich sehr gerne machen. Man muss halt sagen, dass bei diesen ganzen Minifilmen immer mal welche dabei sind, die sehr, sehr gut sind, aber auch immer mal welche dabei sind, die nicht so gut sind. Na, da muss man halt immer ein bisschen schauen, was den eigenen Geschmack trifft. Ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich so ein Fan bin von Desktop-Movies und Host ist ein Film, der komplett mit Zoom gefilmt wurde. Und ja, es ist ziemlich beeindruckend, dass sie das alles so geschafft haben mit den Schauspielern, komplett über Zoom, auch in der Situation, die damals war. Ja, das erkenne ich an. Dennoch muss ich einfach sagen, dass ich den Film ziemlich langweilig finde. Ihr merkt, es zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Finger-weg-Kategorie. Das, was passiert, ist nicht sonderlich gruselig. Die Schauspielerinnen tun wirklich ihr Bestes, um das authentisch rüberzubringen. Aber es wirkt alles ein bisschen albern. Und ich muss einfach sagen, die Geschichte, die da so erzählt wird, hat wohl einfach nicht meinen Nerv getroffen. Und ich weiß, bei vielen kam der Film sehr gut an. Ich mochte ihn leider nicht. Aber wir kommen zu unserem letzten Found-Footage-Film und das ist ein sehr, sehr guter und zwar nur Roy. Ich packe ihn aber trotzdem nicht auf Highlights, sondern nur auf gruselig, weil auch nur Roy so ein paar Momente hatte, wo ich mir dachte, das könnte jetzt auch noch besser sein. Aber dennoch ein sehr, sehr interessanter Film. Auch da macht sich ein, ich glaube, Journalist auf den Weg und macht eine Dokumentation zu dem Noroi-Fluch. Und ihr wisst ja, ich liebe japanischen Horror und der ist einfach so anders und so interessant, einfach wegen den Leuten, die er auch trifft. Und alle von euch, die den Film gesehen haben, wissen jetzt, was ich meine. Er interviewt da sehr interessante Leute, die sehr interessante Sachen zu erzählen haben. Und das macht einen natürlich immer neugieriger und nach
lernt man diesen Rollfluch langsam kennen oder erfährt eben, was es damit auf sich hat. Und das fand ich einfach super spannend, einfach weil ich auch so Flüche total interessant finde. So Leute, das ist meine Found-Footage-Tierlist. Mich interessiert natürlich jetzt total zu erfahren, wie ihr die einzelnen Sachen gerankt hättet. Könnt ihr einige von meinen Rankings überhaupt nicht verstehen? Was wäre bei euch bei Highlights? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.